Pony Games kommt ursprünglich von England, ist in Indien betrieben worden, in Freizeit vom Militär. Und es ist eigentlich in England dann noch ein Sport übernommen worden, wo wir in der Schweiz, vor allem in der deutschen Schweiz, etwa seit 6-7 Jahren mit den ganzen Pony Games mitmachen. Ursprünglich haben es eigentlich die Belgier ein bisschen in die Schweiz gebracht. Blue Runnings vom Lokalteam Ponyhof Vetterfinden. Es sind Jugendliche, die relativ angefressen reiten. In dem Sinn, sie trauen, etwas zu machen auf dem Sattel oder auf dem Ross. Sie müssen schnell reiten. Sie müssen auch das Ross in Gehorsam bringen. Weil wir haben schnelle Teile im Pony Games, wir haben langsame Teile, wo man einfach immer wieder muss mit dem Temperament des Ross retten muss. Der Sport wird von 80-90% der Mädchen betrieben, weil der Pferdesport ist eigentlich in der Schweiz extrem vom weiblichen Volk ausgeführt. In anderen Ländern wie in Frankreich ist es dann wieder anders oder in England, aber in der Schweiz ist es extrem. We'll be right back.
Danke, der Blue Runnings, der Ponyhof.